Okay, ich versuche heute schon den ganzen Abend irgendwie mal ein bisschen zu snipern, aber das ist. Ich habe bis jetzt zwei Spiele gekriegt. Das eine war nach Instant gewonnen und das andere war so, ja, da durfte ich 2 Minuten gut snipern und ja, das kann ich mal zusammenschneiden, ansonsten da nicht viel mehr rum. Nochmal. Nichts anderes übrig. Muss nochmal den Blickwinkel ändern. Nichts. Wieder vom eigenen Mann. So nachzusetzen, kriegen wir aber nicht. Wie sieht's aus? Hat mir jetzt nicht gelegen. Bald tippitappel. 70er Ping. Habe ich wieder gesniped, das war ja klar. O2 haben wir. O1 halt ich. Ja, das war jetzt wieder klar, ne? Und dann kommt raus aus dem Fenster, also kriegt er auf den Sack. Sehr schön gespielt. Schlecht gespielt vom Gegner. Oh, da müssen sie aber ganz schön draufhalten, damit sie hier was schaffen. Wie sieht's aus? Ich habe heute extra das STG eingepackt. Sieht aber gut aus. Bis jetzt. Na komm, wir kürzen wieder ab durch den Sumpf. Weltklasse Drehung. Wir dürfen auch gleich wieder zu Fuß gehen, wenn es so weitergeht. Aber beide verlieren ist schlecht. Beide Punkte ist schlecht. Gut, versuchen wir trotzdem blitzartig O3 zu nehmen. Das muss jetzt schnell gehen. Noch erschossen werden, ist alles egal. O1 wird noch gehalten, wunderbar. Den müssen wir haben, Freunde. Ganz netter Versuch. So, wir dürfen erschossen werden. Da hängt noch einer irgendwo rum. Möglichst alles. Die Kavallerie rückt an. Hier geht sich heilen. Ja. Reicht's noch? Ich weiß natürlich jetzt, wo ich bin. Die Verstärkung ist da, sehr gut.
4 gegen 3, ich hab die lange. Hinten kriegen wir keinen. Bleibt man auf offener Fläche einfach so stehen. Schnell umdrehen, der kommt gleich von hinten. Ja, genau. 2-5, die holen's. Ich nicht. Wo ist er denn? Wo ist er denn? 2 Punkte. Ah, von links. MG und Grunwald, das sieht gerade nicht gut aus. Wie sieht's aus? O2 kriegen wir wieder, O1 ist momentan am Fallen. Schicken wir da in die Verstärkung. Jetzt kommt es wieder darauf an, ob wir keinen Headshot fangen. Und ob wir hier durch den Sumpf fahren dürfen, ohne vielleicht wieder eine 100% Verlangsamung zu bekommen. Ich fahre noch weiter. Komm, der Winkel ist doch jetzt zu spitz. Ja. Ein Hit und dann war's das. Ah, jetzt dauert das hier wieder zu lange. Habe ich Glück. Wenn der nachgesetzt hätte, wäre ich schon wieder längst tot. Die wissen natürlich, dass ich da bin. Irgendwo hockt hier garantiert einer. Eine Panzerfaust. Und verschwunden ist er. Keine Ahnung wohin. Wo ist er weg? Ich denke, hast du noch ein bisschen Zeit. 3-0 im Punkt. 4-0. Keine Ahnung, wo der hin ist. Ich habe kurz überlegt, da schießt du ihn, da schießt du ihn nicht. War frei, dann habe ich geschossen und dann war er verschwunden. Und war er weg. So wie immer. Die einfache. Ach, da nicht. Gehst du in Deckung? Er klaut meinen Wagen. Es ist einfach immer genial. Ja, danke. Damit habe ich einfach nicht. Ich bin immer so überrascht davon, dass die Leute da versuchen, meinen Wagen. Da hat er natürlich die bessere Deckung, ist klar, hinter meinem Wagen, aber letztendlich hat das überhaupt nichts gebracht. Ja, ich falle immer in Situationen, wo es einfach keinen Sinn macht. Und deswegen. Ja, wird das immer nichts für den Gegner. Mich immer abzuknallen irgendwo auf offenem Feld. Ja, das ist immer ganz nett. Ja, das war jetzt wieder klar. Gesnipert wird. Den ganzen lieben langen Tag. Irgendwo, Hauptsache irgendwo kämen. Ja, du triffst natürlich wieder aus 10.000 Kilometer Entfernung. Können wir uns zurückziehen. Das ganze Gesniper kann ich immer nichts machen.
anderen Anlaufweg finden. Schön ist, der Gegner bewegt sich immer nicht aus der Defensive raus, sondern... Schön auf den Boden geschmissen. Die halten nur O2, das ist immer... Ich weiß nicht, das ist immer so eine Taktik mittlerweile geworden. Sobald der Gegner 2 Punkte hat, wird dieser letzte Punkt nur noch verteidigt und dann haben sie verloren. Ich weiß zwar nicht, was diese Strategie für einen Sinn macht. Spielt man da jetzt auf Demütigung, versucht jetzt irgendwie darauf zu hoffen, dass der Gegner aufgibt, weil wir 2 Punkte haben und nicht mehr den letzten. Hat er mich gesehen? Was ist er denn? Hier war er. Haben wir. Hier gingen 2 Granate. Hier gingen 2 Risiko. Komm, machen wir Risiko. Hier gingen 2 Risiko. Volle Variante, rein in die Schuppen. Ich hab gedacht, der andere sieht das noch. Ja, da kannst du jetzt stehen bleiben, wie du willst. Ja. Und dann ziehen wir alles rüber und sie haben wieder nur einen Punkt. Zwischendrin waren sie mal gut, aber jetzt nehmen sie gerade wieder das Tempo raus. Jetzt kriege ich die Eroberung natürlich von O2 nicht mit, weil wir wieder zu offensiv gestanden haben. Aber ist okay. Dafür dürfen wir jetzt noch einmal sterben, wenn wir O1 angreifen. Weil der Gegner da jetzt alleine vorhanden ist. Und wenn ich jetzt hier Fläche... Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Snipen könnt ihr alle. Ah, ich muss wieder aus Panik irgendwo mal hinfahren. Ja, es ist einfach immer wieder genial. Ich stehe hinter den Leuten. Und werde weggesnipert. Wieder eine 5 minus. 5 minus ist noch geschmeichelt. Schnell, schnell, dann kann ich ihn noch kriegen. Ist AFK. Die Ecke hätten wir jetzt abgucken können. Damit habe ich nicht mal gerechnet. Ich habe gedacht, der steht woanders. Aber gut, passiert. Dumm gelaufen. Hier rennt ja andauernd einer rein. Und alle wundern sich immer, warum die da nicht drauf aufpassen. Ich habe gedacht, er steht draußen. Oder oben auch noch mit auf dem Dach. Also es ist schon mindestens mal knapp heute. Das einzige ist halbwegs gute Spiel hier. Was auch mal läuft. Wo wir nicht gleich gewonnen haben. Keine Ahnung, wer jetzt eine Granate noch geworfen hat. So, wir sind wesentlich mobiler. Wir spielen das hier schneller. Auch wenn ich hier teilweise nicht überragend bin im Schießen. Eins. Ein Granate. Hier
keiner mit sein. Jeden einmal getroffen. Schon gut so. Rechts haben wir die Flanke, alle hopp. Ah. Junge, die stehen ja heute wieder in jeder Ecke und warten, dass irgendwo irgendwas passiert. Das ist ja wieder heute genial. So, wir haben jetzt nichts mehr. Wir müssen jetzt zu Fuß gehen. Ich muss auf den Traktor umweichen. Das könnte jetzt nochmal spielentscheidend werden. Oder mit dem Traktor. Müssen wir jetzt gleich, wenn wir nochmal irgendwo einen Punkt erreichen, jetzt schön campen. Schön campen, sich in der Ecke reinstellen, warten. Außenverteidigung. Einer K98. Ja, ist gleich zu merken, dass wir jetzt nicht mehr mobil sind. Zurück. Und das ging nochmal. Alle hopp. Naja, gut, dann nicht. Das sind 10 Leute. Wir müssen jetzt mit den APCs mobil sein. Sonst wird das jetzt hier echt nochmal richtig schwer. Dem Zivilfahrrad überfahren. Das ist unser Mann. Zack, 100 Meter geeicht, zack. Ich hätte ihn getroffen, wenn ich ein Zehntel schneller gewesen wäre. Jetzt wird es nochmal interessant. Hier werde ich nicht rüberkommen. Kann ich eigentlich schon mal wieder gleich einen neuen Spawn suchen. Da oben auf dem Dach hat mich noch nicht gesehen. Verstärkung ist da. Diesen Moment mal reingucken. Er steht im Weg. Jetzt die Mitte halten. Feuer.
Ah ja, natürlich kommst du genau im richtigen Moment. Genau im richtigen. Was für ein Weltklasse-Timing immer. Ich muss einfach lernen, noch safer zu spielen. Einfach dann... Na, aber ich kann mal wieder nicht safe spielen, weil wir keine Offensive mehr haben. Das ist unser Problem. Wir spielen jetzt aber gut mit dem APC. Wir haben jetzt mal verstanden, wir haben jetzt nicht mehr so viel. Wir sollten das jetzt hier ein bisschen flexibler angehen. Ja, taktisch spielen wir das gerade richtig gut. Gibt ihr das? Auch bei SPPS 43. Bleib ich hier. Offensive Flankenverteidigung. Oh, nicht getroffen. Aber aus der Hüfte. Warten, bis Leib wieder da ist. Warte, jetzt müsst ihr O2 aber auch kriegen. Jetzt bleibe ich extra hinten stehen und jetzt nimmt keiner den Punkt ein. Volles Risiko spielen. Durch den Busch. Unter die Meute zu kommen, aber verdammt schwer. Herzlichen Glückwunsch. Ja, ihr habt gewonnen. Ein Glück suche ich mir immer nur die Spiele raus, die dann auch am Ende verloren gehen. Sonst würdet ihr hier nämlich jedes Mal untergehen. Ein Glück, dass wir immer nichts haben. Und dann wird sich immer gefreut, weißt? Okay, klar, ich habe heute nicht super gespielt. Ja, kann man mir anmerken. Toll. Trotzdem haben wir es noch nicht. Nicht verloren. Danke, geht hier, hier. Ja. Die anderen Spiele kann ich aber nicht reinstellen. Die sind nach 5 Minuten gewonnen, da war das dann zu leicht. Deswegen, wir können immer nur da spielen, wo der Gegner Ressourcen hat und wir halt eben nicht. Ne? Klar. War nicht die beste Leistung teilweise. Ich weiß nicht, ob es auch am Ping gelegen hat. Ich meine, ja, teilweise war der bei 90. Aber gut. Naja. Ging nicht so. Eigentlich wollte ich heute ein bisschen snipern gehen. Aber so richtig ist da bis jetzt noch nichts draus geworden. Dementsprechend spielen wir jetzt erstmal überhaupt was. Damit wir hier heute noch was zeigen können. Sonst ist nichts los. Ist ganz gut besetzt, das können wir also spielen, relativ ausgeglichen. Ich habe heute das STG dabei. Und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Bleibe ich hier? Wollte ich nicht sehen, kein Schussfeld. Machen wir mal den Libero. Der wurde gerade weggemäht. Nichts zu sehen. Ein 100 mal hinten steht, okay. Campen mit Spitze. Hier würde ich nicht reinkommen.
Nope. So einfach doch nicht. Ja, Roland steht noch. Wieder Fels in der Brandung. Bin aber mit der falschen Waffe, aber... Teilen. Ich müsste mich eigentlich heilen, aber komm gerade nicht dazu. Ah, die Verstärkung ist da. Und dann ist das Spiel auch schon gewonnen. Sehr stark. Na schön. Null, an mir hat's nicht gelegen. Überhaupt nicht erwähnenswert. Aber ganz cool gespielt. Hä, das ist dieser kleine Verteidigungsbonus, wenn du den inne hast und es halbwegs läuft, du keinen Headshot bekommst. Dann ist Roland immer ganz schwer aus dem Gebäude zu kriegen. Heute läuft es irgendwie nicht. Ein gutes Spiel zu finden ist irgendwie... Ich hatte eins als Sniper, aber das war so... Ja, da gibt es so zwei, drei Momente, die waren ganz nett. Aber dann muss ich nachher aufs STG wechseln. Da noch verteidigen. Es war okay, aber... Ich würde ganz gerne so ein bisschen mehr Sniper haben als nur 5 Minuten. Naja.